Und damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Es ist wieder Donnerstag, es ist wieder soweit, es gibt die nächsten Kader-News. Ja, es ist diesmal gemischt, die Deutsche Eishockey-Liga und die EL2. Einfach weil in der Deutschen Eishockey-Liga nichts passt oder kaum was passiert ist. Da sind noch ein paar News, die hatte ich da letzte Woche nicht reingenommen oder weil ich da schon aufgenommen hatte. Es ist der 25.06., 15:02 Uhr, da nehme ich das auf. Ja, wir fangen auch direkt an mit der Deutschen Eishockey-Liga. Da gab es News bei den Augsburger Panther. Die holen sich Nolan Zajac von Wolfsburg. 50 Spiele gemacht, 2 Tore, 19 Vorlagen. Auch hier sehr, sehr guter Transfer, finde ich. Also für die Defensive, also echt, Augsburg ist am Machen. Defensiv schon sehr gut, auch einen starken Keeper. Bin ich jetzt auch mal gespannt, was noch im Sturm kommt, wer da kommt, wie auch immer. Aber Augsburg wird dieses Jahr sehr interessant, meines Erachtens nach. Dann die Iserlohn Roosters. Zach Usbjørn kommt, 47 Spiele gemacht, 5 Tore, 20 Vorlagen. Ist ein Verteidiger, auch hier super Transfer. Falls halt Colin Obekile doch nicht kommt, oder es wird ja gerüchtet, ist es auf jeden Fall ein guter Spieler. Muss einfach abwarten, ist dann, glaube ich, seine erste oder zweite Station in Europa, ne, da Eingewöhnung, dies und das. Die Straubing Tigers. Ja, Geithner kommt von der Düsseldorfer EG. 51 Spiele gemacht, 1 Tor, 3 Vorlagen. Und Elias Hede kommt von den Straubing Tigers. Ja, auch hier 2 richtig starke Transfers. Also 2 sehr, sehr junge Spieler, wo ich sagen muss, sehr interessant. Also wirklich, Straubing holt sich schon krasse Talente, auch letzte Woche mit den Tom Schwarz und die beiden halt von EVL. Dann kommt ja noch, ach, das habe ich ja vergessen, Pascal Seide, der kommt. Und das ist ja super. Das sind 3 starke Talente, nur die auf jeden Fall viel bringen. Und du kannst sie halt zum Förderlizenzpartner geben, können sie sich dann auch ein Jahr entwickeln und dann. Also wirklich, Straubing ist am Machen, auch Geithner hat schon viel Erfahrung mit Düsseldorf und Elias Hede, ne, klar, Nürnberg hat auch gut gespielt, deswegen hat er sich's verdient. Dann gehen wir in die DL2, da gab's, ja, paar News auf jeden Fall. Regensburg, Lukas Vlade geht Richtung, wissen wir noch nicht genau, Kevin Slasek, 45 Spiele gemacht, 4 Tore, 4 Vorlagen. Und Niklas Zajbek, 44 Spiele gemacht, 1 Tor, 5 Vorlagen, hatte großteils der Saison in Passau gespielt. Ja, 2 junge Spieler, die vielleicht jetzt oder ein Stück mehr, ja, zu Vertrauen bekommen. Kann vielleicht sein, muss man einfach abwarten. Aber es sind 2 junge und Lukas Vlade, ja, habe ich auch schon in dem Saisonrückblick gesagt, konnte sich einfach nicht entwickeln. Dann die selber Wölfe, Josh Windquist, ich hoffe, ich spreche ihn ordentlich aus, er kommt, 43 Spiele gemacht, 18 Tore, 32 Vorlagen, saustarker Transfer der selber, das ist echt ein super Transfer und für mich auch der Transfer der Woche. Landshut, Alex Torsch geht, 3 Spiele gemacht, 12 Tore, 15 Vorlagen, kam ja während der Saison, ungefähr in der Mitte, ja, aber er wechselt irgendwo nach Schottland. Ja, Ravensburg. Wobby Zanik bleibt bei den Ravensburg Towers. Da hast 52 gemacht. 20 Tore, 23 Vorlagen, super. Wahrscheinlich bekommt er noch den deutschen Pass. Das ist super. Also Wobby Zanik, ein sehr, sehr starker Spieler. Und ist extrem wichtig für Ravensburg, meines Erachtens nach. Hat man ja auch vor 1-2 Jahren die Playoffs auf jeden Fall gesehen. Die Weißwasseraner, Toni Ritter bleibt, 47 Spiele gemacht, 0 Tore, 6 Vorlagen. Auch hier ein robuster für die Härte in der Mannschaft, ist ja sehr, sehr stark. Super. Freiburg, Leitner kommt von den Krefeld Pinguin, 46 Spiele gemacht, 2 Tore, 3 Vorlagen. Auch hier, ja, ich glaube, er konnte sich auch nicht ganz durchsetzen in Krefeld. Ist natürlich dann nochmal richtig schwierig,
Du hast einen großen Konkurrenzkampf einfach. Ist ja ganz, ganz klar. Dann der ESV Kaufbeuren, Michael Krag. Ja, kriegt einen Profivertrag, 20 Spiele gemacht, eine Gegentorschnitt von 3,43. Auch hier super, Hartmann Jung dahinter. Muss man einfach gucken, wie er sich entwickelt. Die Dresdner Eislöwen, die, ja, da geht Pascal Seidel nach Straubing. Timo Walter beendet seine Karriere verletzungsbedingt. 28 Spiele gemacht, 8 Tore, 9 Vorlagen. Ja, man hat es einfach gemerkt, er war so oft verletzt und hat jetzt selber gesagt, es ist gut. Ja, es bringt nichts, wenn du halt so oft verletzt bist, kommst du oft zurück. Das ist halt bitter. Ganz, ganz bitter. Und ich glaube, er war ein Stück weiter Fanliebling in Dresden. Die Kassel Huskies, die schnappen sich zwei Youngsters, beide 18 Jahre alt, einmal von den Eisbären Berlin. Clemens Säger, 32 Spiele gemacht, 16 Tore, 21 Vorlagen. Und von den EV Ben Stettler, 27 Spiele gemacht, 3 Tore, 11 Vorlagen. Ja, super, muss man einfach sagen, muss man einfach abwarten, wo sie spielen. Ich denke nicht, dass sie vielleicht direkt in den Kassel-Kader sind, aber vielleicht, wenn ein paar Verletzungen da sind, können die da reinrücken. Aber auf jeden Fall kann man die in die Kooperationspartner zu Hammer Eisbären haben die, glaube ich, schicken. Also es ist gut. Es sind zwei starke Talente, wo man wirklich, ne, kann man drauf aufbauen. Das waren die News der DL2 und der Deutschen Eishockey Liga. Schreibt gerne euren Transfer der Woche für mich rein. Erstens, für mich ist es Josh Winquist. Ja, einfach auch von den Stats her sehr, sehr stark. Ja, und es gab viele interessante Transfers, muss ich auch sagen. Lasst gerne für die Folge ein Like und ein Abo da. Schaut gerne eins zur nächsten Folge und dann hören wir uns bald beim nächsten Video. Ciao.